Tag. Heute möchten wir Ihnen einmal zeigen, wie man kleine Beschädigungen in Bodenflächen mithilfe des Parador Premium Reparatursets repariert. Es geht um Beschädigungen wie kleine Einstöße oder tiefergehende Kratzer. Diese können bei all unseren Bodenprodukten mit dem gleichen Set repariert werden. Zunächst ist es wichtig, dass wir die Schadstelle einmal reinigen. Das heißt, im ersten Schritt die ganzen Überstände egalisieren und danach einmal anrauen, um den richtigen Halt für den Wachskitt gewährleisten zu können. Nun entfernen wir den Staub mit Hilfe des Lappens und wählen nun die entsprechenden passenden Farben aus. Die Farben untereinander können gemischt werden, um den entsprechenden Ton zu erreichen, den wir benötigen. Schmelzen tun wir den Wachskitt mit Hilfe des Schmelzwerkzeugs und lassen diesen dann in den Kratzer reinlaufen. So, die erste Farbschicht ist nun aufgebracht. Diese lassen wir nun kurz antrocknen und mischen dann sofort die zweite Farbe oben auf. Nun vermischen wir beide Farben entsprechend und lassen die Schadstelle austrocknen. Die Überstände entfernen wir nun mit Hilfe des Hobelwerkzeugs und egalisieren das Aufgetragene. Und nun gleichen wir den Glanzgrad entsprechend an. Um nun die reparierte Stelle langzeitlich zu schützen, empfiehlt es sich noch einen kleinen Coat Lack aufzusetzen. Den Lack lassen wir nun kurz anziehen und entfernen die Überstände mit dem Lappen. Somit ist Ihre Schadstelle langzeitlich geschützt und instand gesetzt.